Hi Freunde, Modman hier. Ihr wollt einen Beruf skillen, wisst aber nicht, wie teuer das Ganze wird. Ihr wollt wissen, wie viele Items ihr dafür benötigt, habt aber keine Ahnung, wie ihr das ausrechnen sollt. Kein Problem. Ich habe eine Internetseite gefunden, mit der ihr alles ausrechnen könnt. Ihr könnt die Preise bestimmen, wie teuer es wird. Ihr könnt sehen, wie viele Items ihr braucht, beziehungsweise farmen müsst, wenn ihr diese farmen wollt. Und ihr könnt eingeben, ganz individuell, welche Möglichkeit ihr zum Skillen benutzen wollt. Falls euch das Video gefällt, gebt gerne einen Daumen nach oben. Fragen und Anregungen wie immer gerne in die Kommentare und jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim Video. Ja, die Seite, die ich euch vorstellen will, ist gaming.tools. Im Bereich slash New World können wir alle Berufe von New World sehen und wenn wir dahinter noch slash de setzen, haben wir die Seite auf Deutsch. Theoretisch gibt es die Seite auch auf Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Polnisch und Portugiesisch. Wenn wir auf diese Seite kommen, sehen wir alle Berufe, die quasi Materialien zum Herstellen benötigen. Generell habt ihr oben auf der Webseite noch eine Navigation, wo ihr ebenfalls die Berufe auswählen könnt, wenn ihr in einem Beruf seid und euch diese anschauen wollt. Hier haben wir einen optimierten Levelpfad. Das ist jetzt neu und da können wir genau sehen, welches Level haben wir aktuell. Also zum Beispiel Level 102. Unser Ziellevel ist Level 200. Wir können die Granularität eingeben. Je höher der Weg ist, umso weniger komplex wird der Pfad und das könnte die Kosteneffizienz leicht erhöhen. Wenn wir hier einen Wert von 1 nehmen würden, zeigt er uns Level für Level jeden Step an, den wir quasi machen sollen, um den günstigsten Weg zu bekommen. Dann haben wir noch Anzahl der Auswahlmöglichkeiten. Das bestimmt, wie viele verschiedene Möglichkeiten wir zum Skillen benutzen wollen. Und falls wir Rezepte haben, können wir das auch noch anklicken. Ich sage jetzt mal, ich möchte Level 102 bis Level 200 und ich möchte niedrig, also wenige Auswahlmöglichkeiten haben. Ich gehe auf Aktualisieren und hier wird mir angezeigt, ich kann entweder 672 Handschuhe aus Seide herstellen, von Level 1 bis Level 102 oder 403 mal ein Kleid aus Satin. Hier ist aktuell leider ein Bug auf der Website und zwar werden die Ergebnisse immer zweimal ausgegeben. Lasst euch davon nicht verwirren. Wenn wir jetzt weiter runter scrollen, sehen wir von Level 152 bis Level 200, können wir wieder 2700 mal Handschuhe aus Seide herstellen und das wird der beste Weg zum Skillen sein. Wenn wir jetzt sagen, wir möchten doch einen hohen Wert haben, können wir das uns auch anzeigen lassen. Das dauert dann ein bisschen länger, aber wir sehen schon, wir haben hier einmal die Handschuhe aus Seide, wir haben Kleider aus Satin, wir haben Hemden aus Satin, wir haben Beinkleider, wir haben Hüte und, also viel mehr Möglichkeiten. Dann von Level 152 bis 197 haben wir auch wieder viel mehr Möglichkeiten. Und von Level 197 bis 102 haben wir nochmal die legendären Items als Möglichkeiten. Wenn wir uns jetzt das Ergebnis anschauen, sehen wir hier, wir sollen zum Beispiel 627 Seidehandschuhe herstellen. Hierfür benötigen wir eine Kleidermacherei Level 4 und wir benötigen insgesamt 14.331 Seidenfäden. So und so viel Leinen, Seidenstoff, Rohleder und Eisenerz. Genau. Zusätzlich sehen wir, wie viel Erfahrung gibt uns einmal die Handwerksherstellung, wie viele Kosten würden die gesamten Zutaten kosten, um von Level 102 bis 152 zu skillen, wie viele Herstellungsgebühren haben wir, wie ist das Gesamtnettokosten und generell die Kosten pro Artikel und die Kosten pro Erfahrung. Die Kosten der Artikel sind immer der Durchschnittswert aller Server, wie sie gerade eingestellt sind. Und die Herstellungskosten sind immer fix festgelegt auf den Durchschnittswert von den einzelnen Servern. Grundsätzlich habt ihr hier oben noch zwei weitere Auswahlmöglichkeiten. Einmal alle Optionen, das heißt, wenn wir im Rüstungsschmiedebereich sind und alle Optionen auswählen, werden uns alle Optionen, die es zum Rüstungsschmieden gibt, gezeigt und welches Level diese benötigen. Hier haben wir eine einfache Tabelle und man kann theoretisch alles überprüfen. Als zweites haben wir noch die Rezeptstatistik. Hier werden alle Rezepte fürs Rüstungsschmieden aufgelistet. Alle, die gefunden werden, wir sehen das Mindestlevel, wir sehen die Kosten pro Erfahrung, wie viele Handwerks-EP es gibt, wie viel XP wir theoretisch pro Rohzutat bekommen, die Kosten generell, der Bergungswert und die Nettokosten. Auch von den legendären Items können wir hier zum Beispiel die Rezepte gucken, können diese anklicken und sehen dann halt in der New World Datenbank, die habe ich euch ja in einem anderen Video schon vorgestellt, das Item und was dafür benötigt wird. Ja, das war meine Vorstellung der Seite Gaming Tools und ein Weg, optimal zu skillen.
Wenn euch das Video gefallen hat, gebt gerne einen Daumen nach oben. Habt ihr noch Fragen? Schreibt diese gerne in die Kommentare. Außerdem würde ich freuen, wenn ihr meinem Kanal ein Abo dalässt, damit ihr kein Video mehr von mir verpasst und mir aktiv helft zu wachsen. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, euer Mottenmann.